Hallo, so startet man natürlich nicht, aber wer es kann natürlich auch so starten und kann da seine Kniebeugen machen. Ja, ich schaue jetzt einmal, dass ich wieder sicher runterkomme. Sehr gut geschafft. Wir machen hier wieder einfach ein paar Stabi-Übungen. Hier eine einfache Übung ist zum Beispiel, dass wir nur hier drauf gehen, hier, und das ist quasi wie ein Plank. Nabel nach innen, hier bleiben, ja, und jetzt kreisen wir ein bisschen dazu. Seht ihr? Hier ab, abwechselnd kreisen. Oder gehe etwas nach vorne und zurück. Das stabilisiert euren ganzen Körper über die ganze Länge. Wir lachen dabei wieder. Hep, zack, zack, hier ab. So, nächste Übung können wir dann hier starten. Das heißt, im Arbeiten ähnlich. Ja? Nur sind wir jetzt da hier ein bisschen höher. Das heißt, hier, wir können hier auch Liegestütz gehen. Ja? Klassiker. Wir können hier wieder kreisen, kreisen, Liegestütz gehen oder einfach hier durchhalten und bleiben. Von der Position können wir eigentlich gleich wieder nach vorne rutschen. Seht ihr? Hier. Und wir wandern hier nach vorne. Ab, bis ihr ganz vorne seid. Hier können Sie wieder schöne Liegestütz machen. Bis ihr sagt, okay, ich gehe wieder ganz zurück. Ich bleibe wie ein Brett. Ich wandere hier wieder nach vorne, Liegestütz vielleicht, oh, Wechsel, schauen, wie die Stabilität hält und wir wandern hier rum. Aus der Position kann ich dann wieder weitergehen, das heißt, wir sitzen um. Sitzen ist sehr einfach, dann starten wir quasi so, wenn ich hier sitze, das heißt hier, schau, dass das Gewicht an meinem Nacken bleibt, hier ab und jetzt probiere einen Fuß zu strecken und ich schaue, dass das die Stabilität hält, ja, und abwechseln, nur nach vorne, hep, da bleiben wir wie ein Brett, nicht durchhängen, nach vorne das Bein, ohne runterfallen, wäre von einem Vorteil, zack, und so wie die Möglichkeit hier, dass ich hier arbeite, zack. Und aus der Position haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit hier, dass ich vielleicht jetzt da hier tief gehe, hier als Basis hier, komme ich mit dem Becken hoch, jetzt habe ich wieder die Rückenmuskulatur mit dabei und ich bleibe hier ganz gerade und ich ziehe hier komplett ran, seht ihr, zack, zieht, zieht, ganze Rückenmuskulatur, Bein, Bizeps, alles mit dabei, wenn das zu leicht ist, der macht es mit einem Bein, hier, das ist natürlich auch die Möglichkeit hier, das Ganze wieder abzuwechseln. Wichtig ist, dass ihr da in der Geraden bleibt. Zack, irgendwann runter, Ball übernehmen. Und dann führen wir zur eigentlichen Aufgabe zurück.